So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Pupsi hat ja diese komischen Snackboxen. Jetzt weiß ich nicht mehr. Steht drauf, Moment. Vernasche die Welt von vernaschediewelt.com diese Snackboxen da abonniert gehabt, gekauft gehabt, hat wollte es wieder abbestellen, wollte aber unbedingt noch die Weihnachtsbox mitnehmen. Jetzt ist November, da kam wohl die Oktoberbox jetzt an. Sie denken, da sind bestimmt jetzt Halloween-Süßigkeiten drin. Wir machen das jetzt mal auf, gucken da mal rein und irgendwie, ja, müsst ihr dann trotzdem dann im Dezember die Novemberbox geben und dann gibt's irgendwann im Januar die Dezemberbox oder was? Ich weiß es nicht. Oder bringen die dann Anfang Dezember Weihnachtssachen, dass man die im Dezember auch hat und nicht erst im Januar, wenn es vorbei ist. Wir wissen wieder nicht, welches Land das ist. Kann ja, wie gesagt, kann aus Asien kommen, kann aus Europa kommen, kann aus Amerika kommen. Wir machen das jetzt mal auf. Hier diese super schöne Snackbox von Pupsi. Bei der letzten war ich ja total enttäuscht. Adi ist übrigens auch da, der sitzt dort auf der Waschmaschine. Ich weiß nicht, wieso der nicht mehr mitkommt und mitmacht. Irgendwie bin ich da sehr traurig drum. Wir haben heute das Land Irland, was ich nicht so cool finde, weil es ist schon wieder Europa, wa? Irland, okay, grün. Ihr seht hier lauter Glücksblätter, Kleeblätter, die Glück bringen. Ihr seht Münzen, ihr seht sonst was. Was steht hier zu Irland? Heik, ihr Naschkatzen, diesen Monat geht's nach Irland. Irland hält für dich saftig grüne Natur, aufregende Städte und natürlich kulinarische Leckerbissen bereit. Von süß bis salzig ist wie immer alles dabei. Genießt den Kurztrip in die weite Welt, vernasche die Welt, dein vernasche die Welt Team. Jetzt habt ihr hier diesen hässlichen Dings, Kobold, jetzt habe ich das Wort gefunden, Kobold. Dann habt ihr die Country-Info, da steht immer alles Wichtige zu dem Land. Amtssprache, Hauptstadt, Währung, typisch irisch ist zum Beispiel riesige Schafsherden, grün, soweit das Auge reicht, und Guinness-Bier. Einwohnerzahl 5,1 Millionen. Dann habt ihr noch andere Fun-Facts immer in dem Heft. Must-See, irgendwelche richtig coolen Sachen in Irland. Also das Heft ist an sich eigentlich immer schön gemacht. Was ist in der Box? Ist immer alles aufgelistet, jeder einzelne Artikel. Und natürlich auch, wie gut kennst du Irland? Noch ein kleines Rätsel mit dabei und Irish Scones, wohl ein Rezept noch, wie du ein schön irisches Gericht selber da machen kannst. Hier ist ein komischer QR-Code für Newsflash, brauche ich nicht. Hier haben wir noch eine Postkarte von Irland. Schön malerisch, guck mal wie grün, sieht eigentlich fast schon eher alles grau aus. Aber jetzt geht's an die Süßigkeiten. Und hier sehe ich zum ersten Taito Mighty Munch Hot and Spicy Flavor. Finde ich gut, weil das ist nichts Schokoladiges und nichts Süßes. Das ist eher was Herzhaftes. Und dann ist es auch noch Hot and Spicy von Mighty Munch. Mighty Munch? Habe ich schon mal Werbung dafür gesehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf irgendwelchem Kack. Mighty Munch, kommt mir bekannt vor. Das ist auf jeden Fall irgendwas zu knuspern. Richtig genial. Das hat schon meinen Geschmack getroffen. Dann auch noch von Taito. Thai-Rings. Orientalischer Spice Flavor. Also thailändische Ringe. Auch zum Knuspern. Zweiter Pluspunkt für die Box. Dann haben wir Kit Kat Bites Milk Chocolate. Finde ich jetzt nicht so krass, weil das ist bestimmt was, was du einfach hier an jeder Ecke findest. Kit Kat Bites, ne? Nehmen wir mal mit, was Schokoladiges. Dann aber hier noch Terry's Chocolate Orange Minis Biscuit. Schokoladenkekse mit Orange und aber auch mit Keks. Schokoladenkeks mit Keks? Irgendwelche Schokoladenkekse mit Orangengeschmack, irgendwas made with real orange oil and biscuit pieces. Das tun wir auch da rein. Die Schnüffelkatz kommt jetzt an und guckt, was wir da rein tun alles. Dann haben wir hier New Love to Share Round Trees Randoms Squidgy Swirls Squidey Yogurt Fruit Juice. Das sieht aus wie Campino erstmal. Das ist aber Kaubonbons.
Kaubonbons. Eigentlich fühlt sich das an wie Fruchtgummi. Ist auf jeden Fall kein Hard Candy, was wir auch schon hatten. Wir haben hier Black Hurrah Joghurt, wir haben Strawberry Joghurt und Apple Joghurt. Apple Joghurt sieht besonders interessant aus. Alle drei Sorten hinten drauf. Randoms. Habt ihr schon mal Randoms gesehen? Ist auch interessant, muss ich sagen. Dann haben wir einmal hier Rice Krispie Squares Cookies and Cream von Kellogg's. Also ein Riegel, Rice Krispie Riegel Cream Ding. Dann haben wir hier Cadbury Fredo Biscuits. Also Froschkekse und der Frosch steht da mit dem Feuerwehrschlauch und sprüht den Keks mit Schokolade ein. Richtig cool. Schokokekse mit dem Frosch drauf. Die sind schön. Dann haben wir nochmal Nestle Breakaway Original zum Wegbrechen einfach nur. Auch mit Schokolade, auch mit Keks, auch mit allem anderen drum. Kenne ich nicht. Breakaway. Werden wir rausfinden, was das ist. Halt wieder was Schokoladiges und ein Getränk. Und das Getränk freuen wir uns ja am meisten. Diesmal haben wir Tango Apple Original. Tango haben wir schon mal gehabt. Irgendeine Sorte Tango gab es schon mal mit einem rötlichen Hintergrund, aber nicht aus dieser Snackbox, sondern habe ich irgendwo mal so gesehen im Laden. Und jetzt haben wir hier Tango Apple. Apple, cool. Ich mag Apple. Auf jeden Fall super geniales Apfelgetränk. Ich würde sagen, das Getränk, das machen wir gleich auf. Das werden wir nicht extra testen. Das Getränk werden wir ab jetzt in der Box, wenn Pupsi da ist. Pupsi war bisher nicht da, jetzt ist Pupsi da im Nebenzimmer. Deswegen machen wir das Getränk gleich auf. Probieren wir Apple. Richtig genial. Wir haben so oft schon ins Klo gegriffen, dass da irgendwelche Kaffeesachen drin waren dann oder irgendwelche Zerro-Sachen. Ich glaube, das ist das beste Getränk, was bisher drin war. Schmeckt richtig gut nach Apfel. Ist ein bisschen sauer, gleichzeitig aber auch süß. Schmeckt aber nicht wie Zerro, schmeckt nicht wie was anderes. Irgendwo hat man mal Winter Melon, das war das räudigste, was man je gesehen hat. Auch nicht in der Box, aber mal so als Getränk, habe ich weggeschüttet dann. Das erste Mal, ich trinke sonst einfach alles. Ein Carbonated Apple Softdrink with Sugar und Sweetness. Ne? Den werde ich jetzt Pupsi mal reichen, dass ihr das auch mal probiert. Das beste Getränk bisher. Insgesamt, ja, ist die Box in Ordnung gewesen, aber die spektakulärste war immer noch die Japan-Box. Ich finde, wenn, dann muss es Amerika oder Asien sein und nicht aus Europa. Da brauche ich nichts. Da sind die Unterschiede ja sehr gering. Deswegen, mal gucken, was noch kommt. Eine, zwei, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist bald vorbei, weil ich bin nicht der süße Fan, ich bin der herzhafte Fan. Und bevor ich hier so eine kleine Tüte an Chips kaufe, da kaufe ich mir lieber Chips richtig, die, wo ich Bock drauf habe und bezahle dafür nicht 30 Euro oder so. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Kennt ihr auch Snackbox, vernascht die Welt. Habt ihr euch das schon mal geholt? Ich finde eher, es lohnt sich nicht. Süßes kriegst du hier überall, aber muss jeder selber wissen. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Adi-Schatz. Genau, auch noch, weil dem geht's gut. Guck doch mal, wie gut's dem geht. Ich weiß nur nicht, wieso er nicht mehr mitmacht. Aber das ist halt so. Peace out.